heute besprechen wir, wie du endlich aufhörst, dir in der Oberstufe Druck zu machen. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und es tut mir wirklich im Herzen weh, wie viele mir immer wieder schreiben, wie viel Druck sie sich machen, wie stressig die Oberstufe für sie ist. Und ich finde das so schade. Ich finde das so unfassbar schade, weil ich habe auch meinen 1,4 Abi-Schnitt und meine 1,0 in den Abi-Prüfungen ziemlich ohne Stress und ohne Druck geschafft. Und das ist auch weiterhin in meinem Leben so eine Sache, wo ich mir sage, ja, ich will sehr große Dinge erreichen, aber immer ohne Stress, ohne Druck. Und durch mein Psychologiestudium verstehe ich jetzt auch viel mehr so die tieferen Ursachen davon und wie ihr die im Prinzip auch langfristig wirkungsvoll bekämpft. Das erkläre ich euch jetzt in 5 Tipps. Keine Angst, ich werde an dieser Stelle jetzt nicht mit 100.000 komplizierten Fachbegriffen umeinander schmeißen, sondern ich will es wirklich wie immer in allen anderen Videos auch möglichst simpel halten, einfach dass auch wirklich jeder versteht. Und deswegen erstens, Druck ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Druck ist nichts Schlechtes, das ist im Prinzip wie in der Physik, es ist einfach nur eine Kraft. Man sagt immer wieder, ah, Druck und ah, wir sollten keinen Druck haben, Notdruck, ganz schlecht. Aber das stimmt gar nicht. Druck per se ist einfach nur eine Kraft. Die Frage ist jetzt eben nur, wie können wir sie nutzen? Zweitens, die zwei Arten von Druck. Es gibt im Prinzip zwei Arten von Druck. Ganz einfach ausgedrückt gibt es zum einen den Druck von außen nach innen und es gibt den Druck von innen nach außen. Und das kannst du dir im Prinzip ganz einfach so vorstellen wie bei einem Ei. Wenn du auf ein Ei von außen Druck aufübst, dann stirbt das Leben. Wenn aber aus dem Ei heraus der Druck von innen kommt und quasi die Eischale platzt und das Küken raussteigt, dann entsteht Leben. Und genauso ist es eben da auch in der Psychologie. Wenn du immer krassen Druck von außen hast, das tut dir nicht gut. Druck von innen hingegen ist aber eben gut für dich, weil es im Prinzip Motivation ist. Es ist dein eigener Wille, dein Potenzial zu entfalten. Es ist dieses BAM. Das ist sehr, sehr gut. Und nachdem die meisten jetzt, denke ich, schon sagen, ja, also diesen Druck von innen und BAM, ja, den hätte ich auch gerne. So, den würde ich auch nehmen. Dazu habe ich auch schon viele Videos gemacht, fokussierter Lernen, konzentrierter Lernen, motivierter Lernen, sind die alle oben im i, sind im i abgespeichert, könnt ihr euch direkt nach diesem Video anschauen. Aber jetzt geht es natürlich darum, wie können wir vor allem den anderen Druck den Kampf ansagen. Deswegen drittens, wie baue ich äußeren Druck ab? Im Prinzip hast du Druck von meistens drei Parteien. Erstens, die Erwartung deiner Eltern. Zweitens, der Vergleich mit deinen Geschwistern oder vielleicht auch deinen Klassenkameraden. Und drittens, so dieses allgemeine Gefühl von, alle anderen bekommen das doch irgendwie besser. Das sind im Prinzip so die drei Sachen, die du hast. Beim ersten Punkt, wenn du wirklich hohe Erwartungen von deinen Eltern hast, deine Eltern dir immer wieder Druck machen, egal, und das ist ganz, ganz wichtig, egal, ob das direkt verbal ist, im Sinne von, hey, sollte sich mal besser anstrengen, also ich erwarte von dir eigentlich schon 1,3 Schnitt, ne? egal was es ist, oder, weil das wird nämlich immer nicht ernst genommen, ist aber mindestens genauso schlimm, ist, wenn das nonverbal passiert. Beispielsweise, du bringst die Klausur nach Hause, 8 Punkte. Und dann kommt nur so ein, ja, wo du schon merkst, es ist so per Körpersprache transportiert, hättest du mal besser gelernt. Warum hast du nicht die Note heimgebracht, die wir erwartet haben? Da, wenn das für dich das Szenario ist, ganz, 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 ganz wichtig. Erster Punkt, der nicht so eine große Überwindung braucht, relativ einfach ist, aber schon sehr, sehr, sehr viel helfen kann, ist, versuch dieses Gesprächsthema einfach viel weniger einzugehen. Das bedeutet, du solltest es fast gar nicht ansprechen, einfach, dass es Gewohnheit fast wird, dass es in den Gesprächen nicht mehr so oft vorkommt. Und wenn sie es ansprechen, dann kannst du einfach nichts sagen, aber versuch es einfach möglichst knapp zu halten und dann wieder auf was anderes zu lenken. Weil Gespräche allgemein sind sehr, sehr routiniert. Beispielsweise, wenn es immer bei euch um Noten geht, sprecht der Meister am Mittagstisch auch immer um die Noten. Weil es einfach Gewohnheit ist, weil du denkst nicht jeden Tag darüber nach, was wäre jetzt am sinnvollsten darüber zu sprechen, sondern worüber sprechen wir sonst immer? Ach ja, Noten, fange ich doch damit mal an. Und deswegen, wenn du schaffst, das Notthema möglichst viel rauszuziehen, wirst du damit auch immer weniger konfrontiert und kannst dich noch immer auf dich selbst konzentrieren. Wenn es aber nichts bringt, das ist mehr so eine simple Sache, ja. Wenn du wirklich merkst, okay, mich belastet das krass und ich will unbedingt meinen Traumnotenschnitt erreichen, dann, es hilft nichts, musst du ein sehr ernstes Gespräch mit deinen Eltern führen. Und das muss gar nicht so ernst sein, wie es sich am Anfang vielleicht anfühlt, sondern es soll einfach nur sein, Mom, Dad, so wie ihr mir das irgendwie immer vermittelt, fühle ich mich extrem unter Druck gesetzt. Ich fühle mich extrem schlecht, wenn ich schlechte Noten nach Hause bringe. Und wenn du das schaffst,
das wirklich einfach mal zu sagen, ohne dass es vorwurfsvoll ist. Einfach nur, Mom, Dad, ich denke mal, ihr wollt auch das Beste für mich, aber mir tut es irgendwie gar nicht gut. Und du dann verständnisvolle Eltern hast, die wirklich auch das Beste für dich wollen, dann werden sie zu 99% sagen, oh, okay, und können dann, glaube ich, auch über eigenes Ego springen und eingestehen, dass so, wie sie es bisher gehandhabt haben, es nicht ganz richtig war. Und ihr dann im Prinzip entwickeln könnt, wie könnt ihr euch gegenseitig unterstützen, dass du quasi sagst, okay, was brauchst du von deinen Eltern auch, was sollen sie dir sagen, um dich positiv zu stimmen und mehr an dich zu glauben. Das ist halt super, super wichtig. Deswegen führ unbedingt so ein Gespräch, wenn es nötig ist. Dann, wenn du das Gefühl hast, okay, ich werde beispielsweise die ganze Zeit mit meinen Geschwistern verglichen, ist auch noch so ein Teil bei den Eltern mit drin oder eben auch mit deinen Klassenkameraden. Mach dir mal bewusst, wie sinnlos es eigentlich ist, wenn du, also wie sinnlos ein Vergleich ist. Like, what's the fucking point? Es wird die ganze Zeit gesagt, jeder Mensch ist anders, aber dann, sag mal, aber dein Bruder oder deine Schwester, die haben ja, ihr studieren jetzt mittlerweile schon Medizin oder sonst irgendwas. Who the fuck cares? Who the fuck cares? Da auch im Notfall wieder ein Gespräch suchen, aber who the fuck cares? Ganz allgemein, das gleiche auch mit deinen Klassenkameraden, wenn du die ganze Zeit denkst, oh, ich muss aber das, und sie ist ja so gut, und die melden sich in Deutsch, und der ist in Mathe so krass. Ist doch egal. Ich sag immer wieder, Hashtag stay in your lane. Es ist egal. Es ist, okay, es ist einfach egal. Dazu will ich gar nicht sagen, es ist einfach egal. Was hat es mit dir zu tun, was andere machen? Vollkommen irrelevant. Fokussiere dich auf dich selbst, okay? Boom. Drittens, dieses allgemeine Gefühl, alle anderen kriegen das doch irgendwie auch besser hin. Das ist Bullshit. Das ist mindestens genauso Bullshit wie der ganze Vergleich. Weil, erstens, auf Instagram, wenn da Leute von ihrem Lernen posten, wie sieht das denn aus? Die posten immer am Anfang vom Lernen, wo alles schön geordnet ist und sie voller Motivation sind und yay und ey. Und selbst wenn sie nicht Motivation haben für den coolsten Instagram-Text oder für die coolste Story, reicht ein kleiner Motivationsschub immer, um so zu wirken, um motiviert zu sein. Und zweitens tun sie ansonsten ja das einfach danach posten. Dann, wenn sie es geschafft haben. Dann sagen sie, yay, boys, heute wieder produktiv gelernt. Ja, bababababam. Und dann, jetzt mache ich das und das. Aber den Struggle dazwischen, da wo es wirklich hart wird, den dokumentiert ja niemand. Sollte ja auch normalerweise ein Handy weg haben. Aber deswegen, mach dir keinen Kopf. Das ist bei allen anderen genauso wie bei dir. Und genauso auch, wenn du irgendwie bei anderen das Gefühl hast, boah, die lernen immer so viel und boah, und keine Ahnung. Das ist nur im Außen. Das ist nur das, was du in der Schule mal siehst. Daheim. Jeder struggle, auch ich. Ja, auch ich. Deswegen mach dir da keinen Kopf. Das ist eine vollkommene Illusion, dass die anderen das alle so perfekt machen. Die machen es genauso gut oder schlecht wie du. Viertens, deinen eigenen Druck verstehen. Weil das ist nämlich der entscheidende Punkt. Du denkst dir vielleicht, ja, okay, Leo, ich habe schon, von außen habe ich schon einiges an Druck, aber die allermeisten haben eigentlich sogar hier in sich den größten Druck. Und jetzt könnte man ja meinen, ja, ist das nicht innerer Druck, der dann nach außen geht und sollte nicht deswegen positiv sein? Das ist er nur, wenn du damit im Prinzip was Positives, im Prinzip Euphorie verbindest. Wenn du sagst, yeah, ich will Gas geben und bam, dann ist das super gut. Und dann ist auch innerer Druck gut. Ich mache mir auch viel Druck, in Anführungsstrichen, im Sinne von, dass ich sehr, sehr gute Videos machen möchte. Aber ich habe dann Spaß daran. Es pusht mich. Es ist nicht mal leicht, aber es pusht mich. Ich recherchiere viel, passe in meinem Psychologiestudium noch mehr auf, um wirklich das Geiste für euch rauszuholen, interagiere sehr viel mit euch und so weiter. Das ist positiver Druck. Aber wenn du beispielsweise die immer wieder sagst, ah, ich sollte aber das und bam und bam und bam. Und du damit mehr Angst verbindest. Kein positiver Druck, okay? Ist kein positiver Druck. Auch wenn man das Gefühl hat, es kommt von innen nach außen, so ist es nicht. Weil was eigentlich passiert, ist, dass du durch die drei anderen Komponenten oder Auslöser von Druck, die wir eben vorhin gesagt haben, also Erwartung von Eltern, Vergleich mit Geschwistern oder Klassenkameraden und so dieses allgemeine Gefühl, irgendwie alle anderen machen es ja auch besser, quasi im Prinzip so die ganze Gesellschaft. Aus diesen drei Sachen entsteht im Prinzip in dir selbst so ein mentales Ideal, was du dann quasi so neben dich stellst und denkst, ich sollte so sein. Und auf einmal hast du quasi in deiner Welt ein Ideal, dem du noch nicht entsprichst. Und dann macht im Prinzip dieses Ideal einen Druck auf dich, was dann wieder von außen nach innen ist. Das bedeutet, einfach gesagt ist es, erschaff dir dieses Ideal nicht. So, ja, logisch, wenn das Ideal nicht da wäre, wirst du diesen Druck nicht haben. Aber, was viel entscheidender ist zu verstehen, dass
wir uns alle solche Ideale immer schaffen. Und Ideale sind auch gut, ja, weil danach wollen wir streben. Das Wichtige ist aber, dass du nicht mehr denkst, oh ja, ich muss jetzt aber so und so sein, weil so musst du nicht sein. Du bist jetzt so, wie du bist. Und damit meine ich gar nicht so, ah, du bist so gut, wie du bist. Das natürlich auch. Du machst die Sachen eh super. Verstehst du? Du machst die Sachen doch eh super. Du zählst dir einen Traumnotenschnitt, du machst dir viel dafür, du schaust die Videos und so weiter. Das zeigt doch alles nur, dass du es wirklich willst. Du machst es eh super. Lass dir von niemandem was erzählen, okay? Aber. Versuch dann eben auch nicht die ganze Zeit zu denken, oh, ich muss so und so sein, sondern du bist so, wie du bist. Das ist einfach Facts. Und jetzt geht es nur darum, dass du versuchst, dich für dich zu verbessern. Und das ist alles, was zählt. Und deswegen kommt jetzt abschließend fünftens der entscheidende Mindshift. Was wir bisher alles besprochen haben, sind sicher sehr, sehr gute Entlastungen. Und wenn du das gemacht hast, wirst du wirklich bestimmt 90-95% deines Drucks komplett eliminieren können. Aber richtig krasse, langfristige, dauerhafte und im Prinzip auch komplette, also absolute Veränderungen entstehen immer dann, wenn du ein Mindshift durchführst. Ein Mindshift ist im Prinzip einfach eine Veränderung deines Mindsets, also eine Veränderung deiner Einstellung. Und damit meine ich natürlich den Mindshift hin zum Abitur-Athleten-Mindset. Und in diesem ganz konkreten Fall könnten wir beispielsweise folgende Metapher verwenden. Ich kürze ja immer Abitur-Athleten mit AAs ab. Ja, einfach AA, AA, S für englischer Plural. AAs. Und AA drückt im Prinzip auch von als, wie heißt es, Akronym, glaube ich, sehr, sehr gut aus, was für mich auch ein essentieller Teil des Abitur-Athleten-Mindsets ist. Und zwar A für Ambition und A für Aufwand. Weil das sind nämlich genau die Dinge, die du brauchst, um deinen Traumabiturschnitt zu erreichen. Zum einen, du musst diese Ambition haben, bam, ich will das und das schaffen. Und zum anderen musst du auch diesen Aufwand eingehen. Klar, du willst hier nicht einfach so hinkommen, sondern du musst dem gerecht werden. Und beide diese Punkte sorgen aber oft dafür, dass sie Druck auslösen, weil, oh ja, weil dieses große Ziel und das will ich erreichen und ich muss da hinkommen und bam, bam. Und dann dafür muss ich noch so und so viel machen und ich schaffe es alles nicht und es ist zu viel und die Prüfung bestehe ich nicht und was weiß ich alles. Und jetzt ist der entscheidende Mindshift, dass du sagst, bam, ich bin ein Abiturathlet und als Abiturathlet setzt du dir zwar ein großes Ziel, ich meine, jemand will auch Weltmeister werden, aber der setzt sich da nicht unter Druck, so positiv unter Druck von, ich will da trainieren, bam, ich muss besser werden als der, ich muss bam, 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 bam. Ja, positiv pusht es ein, da will ich hin, aber niemand ist depressiv, weil er nicht Weltmeister ist. Versteht ihr, was ich meine? Und genauso auch mit dem Aufwand. Ja, du hast ein hohes Ziel und du tust alles dafür, aber es pusht dich im Prinzip, dass du so viel dafür tust, anstatt die ganze Zeit drüber zu denken, oh, es ist so viel und deswegen schaffe ich es nicht. Deswegen, ein entscheidender Mindshift, es ist nicht mehr so, dass du diese Dinge hier hinfährst, Ambition, Aufwand und dann machen die Druck auf dich, sondern nein, du hast dieses ambitionierte Ziel und der Aufwand zieht sich im Prinzip damit hoch, weil du dich pusht, weil du sagst, okay, geil, ich setze mir so ein Ziel. Ja, dadurch, dass du dir das Ziel setzt, ist nicht mehr Druck, sondern es zeigt nur, wie viel mehr du es noch möchtest. Und wenn du das dann schaffst, dass du dich immer weiter verbesserst, für dich, und zwar konstant, konstant, immer wieder. Wenn du gestern verkackt hast, who cares? Einfach heute besser werden als gestern. Immer, 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 immer wieder. Und dass du so dann im Prinzip wirklich auch dich ohne fixes Ideal, auch du hast einen Traumabiturschnitt, da bist du hin, aber du verbesserst dich da immer, immer wieder. Und das im Prinzip, dass das, diese Verbesserung in die Euphorie auslöst, dass du daran Spaß hast, du merkst, oh, ich werde besser. Und wenn du das schaffst, dann steht deinem Traumabiturschnitt nichts mehr im Wege und vor allem auch sehr, sehr guten Klausuren. Deswegen in diesem Sinne, bitte, bitte mach nicht so verrückt, ist alles cool so, einfach besser werden, alles easy. Denk dran, ich glaube an dich, wir sehen uns im nächsten Video, dein Leo.